Da sind wir nun wieder im Supermarkt. Gleis und Preis ist offen, beziehungsweise die Tür ist offen, der Laden selbst ist geschlossen. Und vor Freude schimpfen wir ein bisschen und gehen direkt rein in den Laden. Wir machen weiter mit dem, wo wir letztlich aufgehört haben. Und ehrlicherweise, ich erinnere mich nicht mehr ganz, was wir zuletzt gemacht haben. Ich hätte mir das Video natürlich jetzt nochmal angucken können. Aber wir sehen, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Wir gehen mal ganz kurz rein, beziehungsweise gucken mal erstmal hier und schauen, ob wir da nicht, nee, sondern dass wir vielleicht noch ein paar Produkte nachbestellen. Wir haben $500 übrig. Guck mal, Müsli haben wir jetzt kaum noch da. Mehl, jawohl, Müsli und Mehl, die zwei wichtigen M's des Tages. Eier, Erdnussbutter. Und Spaghetti-Nudeln, die sogenannten Spaghetti-Nudeln, man kennt's. Die kaufen wir mal direkt und packen erstmal unsere Pakete aus. Wir haben Post bekommen, Same Day Delivery, Same Moment Delivery, wie auch immer, läuft auf jeden Fall sehr gut. Die kommen noch hier hin. So, und dann hier in die Ecke. Also mit der Milch, die ist aufgefüllt, jawohl. Und immer noch nicht kaputt. Das Wasser aufgefüllt. Der Kaffee. Aufgefüllt. Okay. Ah, vielleicht brauchen wir doch irgendwann mal ein Lager. Also, das ist auf Dauer auch nicht so schön, ne? Naja, egal. Sollen sich unsere Fahrgäste nicht. Fahrgäste, sage ich schon. Hier immer noch aus dem Trains and World. Sollen sich mal unsere Kunden nicht beschweren. Ja, dann auch mal hier in die Ecke. Wir müssen natürlich gucken, dass auch alles Platz hat. Eier. Ah, ja. Die können hier nach oben hin. Jawohl. So, Spaghetti, die sogenannten Spaghetti-Nudeln. So, einmal dahin. Und weiter geht's. Die Erdnussbutter. Einmal hierhin. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Platz übrig, ne? Ja, haben wir. Dann können wir noch mal. Ne, Moment, werfen, 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 wirf. Wir können vielleicht noch ein bisschen was von dem Mehl hier noch verteilen. Jawohl. Noch was? Ja, da haben wir noch ein bisschen Platz. Dann packen wir dort den restlichen Müsli hin. Oder das restliche Müsli. So. Richtige Grammatik sollte man schon verwenden. So, wir können öffnen. Hereinspaziert. Ich hoffe, meine Kasse macht heute ordentlich Katsching. Und dann können wir mal gucken. Wir brauchen nämlich definitiv weitere Regale. Ob wir nicht vielleicht mal doch, doch noch ein Regal oder sowas kaufen. So ein Eckregal hätte ich ganz gerne. Ist auch bestimmt ganz schick, oder? Komm, legen wir mal in den Warenkorb. Kaufen es mal direkt. Können wir da in die Ecke reinpacken? So, einen Moment. Packen wir es mal ganz kurz erstmal hier hin. Jetzt müssen wir einmal die Erdnussbutter hier weg. So. Und dann einmal nach dahin. Jetzt ist hier so eine Lücke. Mal gut. Dann verteilen wir noch den Rest. Huah! Okay. Die Milch können wir nicht verteilen. Das Wasser, glaube ich, auch nicht. Erdnussbutter. So. Oh. Okay. Ja. Ich komme. Erschrecken Sie mich doch nicht so. Und den Kaffee. Den verteilen wir direkt auch. Ja, hier oben hin. Hallo? Ach, hier können wir nichts hinpacken. Das finde ich auch schwach. Da passt doch definitiv was hin. So, ja, ich komme schon hier. Eine kleine Schlange, die sich gebildet hat. So, zack, zack, zack. Mit Karte. Einmal bitte 21. Danke, tschüss. Zack, zack. Oh, Großeinkauf, gute Dame. Ja. Los, los, los. Mit Karte. Hervorragend. 55. Jawohl, vielen Dank. Tschüss. Beehren Sie uns bald wieder. Das hätten Sie sich auch direkt sparen können. Aber ich meine, zahlen Sie passend. So. Piep, piep, piep. 30, 30, danke, tschüss und danke für das Geld. Und ja, Sie kriegen jetzt leider Rückgeld. Ich hätte das Rückgeld gerne behalten, das hätten Sie mir auch schenken können. Dafür, dass ich so serviceorientiert bin. Ja, Sie sind mein. Sie konnten Käse nicht finden. Na, riechen Sie mal an den Füßen Ihres Vordermanns.
So. Und zack, 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 zack. Vielen Dank. Einmal 39. Dankeschön. So, wir haben wieder ein bisschen Geld verdient. Fantastisch. Können wir noch irgendwas nachfüllen? Nee, können wir gar nicht. Ach doch, das Wasser. Dann haben wir das jetzt auch endlich mal hier. Sind wir das los? So, stolpern Sie bitte nicht. So. Okay. Hervorragend. Was sagt er? Was sagen Sie? Sagen Sie es nochmal, ich habe es nicht gehört. So. 3,50. Danke. Tschüss. Und wir gehen mal an den Computer und schauen mal, was wir eigentlich noch machen können. Ja, Kasse, ein Scheinwerfer. Oh ja, ein Scheinwerfer hätte ich gerne. Wir kaufen uns einen Scheinwerfer. Warum auch immer, wir können es halt. Erstmal bedienen wir den Herren im schicken Anzug. Dankeschön, tschüss. Und jetzt hätte ich gerne meinen Scheinwerfer. Achso, ah, der kommt hier an die Decke. Ach, wir haben hier schon. Okay, ja. Ja, dann einmal bitte da vorne hin. Machen wir direkt das Licht an. Ist herrlich. So. Dankeschön mit Karte. Danke. Sie kriegen 20, 25, 27. Oh, war das zu wenig? Nee, ich glaube, das hat gepasst. Einmal 10. Danke. Tschüss. Puderzucker konnten Sie nicht finden. Oh, wir haben keinen Puderzucker mehr. Naja. Der Puderzucker geht aber auch echt gut weg, ne? Wahnsinn, was die Leute hier so alles kaufen. Puderzucker. Wichtig, Puderzucker. Mehl haben wir auch nicht mehr. Sonst noch irgendwas? Das geschnittene Brot ist bald weg. So. Direkt da. Hier ist der Puderzucker. Bitteschön, können Sie sich direkt in die Essluke hineinballern. So, zu voll. Dann kommt der Rest dahin. Und das Brot. Wo kommt das Brot hin? Brot. Okay, das Brot ist weg. Dann kommt das jetzt hier hin. Rons Brot. So. Hier stehen schon wieder Leute. So, mit Karte. Hervorragend. Sie sind mein Lieblingskunde. 56. Danke. Tschüss. Heute hat sich noch keiner über die Preise beschwert. Was ist da los? Das sind doch nicht meine Stammkunden. Meine Stammkunden lieben es, sich zu beschweren. Zitat Deutsche Bahn. So. 9,30. Danke, tschüss. Eier, wir brauchen Eier. So, danke, tschüss. Oh, Sie sind aber sportlich. So. Und mit Karte 16, danke, tschüss. Zack, zack, zack. Und nochmal mit Karte, die gute Dame. 8, 60. Danke, tschüss. Es ist zu teuer. Sie sind doch mein Stammkunde. Ne? Es ist zu teuer. Es ist immer zu teuer. So, was können wir denn hier noch machen? Farben, Boden, Werkzeuge. Ach ja, ein Tablet wäre vielleicht irgendwann mal auch angebracht. Das gab es wohl erst nach einem Update. Das war nicht von Anfang an drin und ich habe gelesen, dass das viele Leute sehr cool fanden, dass das mit dazugekommen ist. Achso, Rechnung, ja, zahlen wir das direkt auch mal, dann ist das auch weg. Wachstum. Ja, Lager kostet 800. Ui. Vielleicht dann eine Produktlizenz. Benötigt Supermarkt Level 9, können wir noch gar nicht. Preisgestaltung, ja, okay. Verwaltung. Ne, gehen wir nochmal in den Markt rein. Möbel. Was würde uns noch gut tun? Ein Gefrierschrank. Gibt es einen Unterschied zwischen Gefrierschrank und Kühlschrank? Also für das Spiel? Macht das Spiel da einen Unterschied? Was kriegen Sie zurück? 90? Boah, Sie sind aber. Sie sind mir aber ein Typ, so. So, einmal mit Karte. Das macht 37. 30, danke, tschüss und jawohl, vielen Dank.
Sie kriegen 2 Dollar zurück. Konnten die Milch nicht finden. Oh, ah, danke für den Hinweis. Füllen wir direkt mal nach. Was wir zumindest haben. Vorsicht. Jawohl, danke. 16, tschüss. Und der Tag ist eigentlich vorbei. Wir haben schon geschlossen, Elon Musk. So. Freak. So, 16. Achso, kann ich gar nicht eintippen. 10, 15, 16 zurück. Spaghetti-Nudeln. Die Spaghetti-Nudeln sind auch weg. Na gut, okay, dann beenden wir den Tag für heute. Wir haben unterm Strich Plus gemacht, obwohl wir tatsächlich einen Eckschrank da vorne gekauft haben und Licht. Okay, Marktpreis hat sich geändert für ein paar Dinge. Aber wir kaufen erstmal ein paar Produkte. Was brauchen wir? Öl haben wir wenig. Nudeln haben wir keine mehr. Käse haben wir keinen. Wasserflaschen brauchen wir. Milch geht noch so. Der schwarze Tee ist komplett weg. Das Olivenöl ist nahezu weg. Die Spaghetti-Nudeln. Der Reis. So, kaufen. Und jetzt wird erstmal einsortiert. Die Panzati-Nudeln, die berühmten. Dann das Wasser. Das ist der schwarze Tee, der kommt direkt neben dem schwarzen Kaffee. So. Überfahren Sie bloß nicht die Kisten. Die Spaghetti-Nudeln, die kommen hier hin. Lecker. Dann kriegt man richtig Hunger. Den Käse kann ich jetzt aktuell nicht einpacken, beziehungsweise auspacken. Der Basmati-Reis. Haben wir den schon irgendwo? Da. Und dann kommt der hier hin. So. Das Öl. Und der Rest kommt dann hier hin. Wir können auch, glaube ich, sprinten übrigens mit Shift. Ich mache es nur irgendwie nie. So. So. Vorsicht! Ah, so ein Dreck, den man hier einfach liegen lässt, nicht in die Tonne reinwirft. Immer diese Leute, die ihren Dreck liegen lassen. So, kommen Sie ran, kommen Sie rein. Wir haben offen und noch Wasser und Käse rumliegen. Sie können sich auch hier übrigens bedienen, ne, an der Kiste da. Okay, wir gucken mal weiter, was wir hier sonst noch in der Zwischenzeit machen können. Eigentlich hätte ich gerne Supermarkt-Level. Habe ich jetzt Level 9? Nee, das ist Level 8. Scheinwerfer, Lautsprecher, Kategoriezeichen. Ich hätte schon gerne neue Produkte, ehrlicherweise. Und dafür brauchen wir aber eine Lizenz. Benötigt Level 9, Level 9. Wir haben weder das Geld noch haben wir das Supermarkt-Level. Aber warum nicht? Ich dachte vorhin, dass wir viel weiter wären im Level. So. Das macht 25, 50. Ah, jetzt sind wir in Level 9. Aber wir haben immer noch nicht das Geld dazu. Müsli ist zu teuer. Okay. Wir passen nochmal an. Aber ganz ehrlich, das ist doch jetzt keine. Also das ist ja kein Wunschkonzert, dass hier einfach jeder sagt: Oh, das ist mir zu teuer, das ist mir zu teuer. Ja, Pech gehabt, ganz ehrlich. So. Ich muss ja auch irgendwie mein Geld verdienen. Muss ja meine ganzen ICE-Tickets bezahlen. So. Okay, danke schön. Mit Karte einmal. Das sind 12,60. Danke. Tschüss. Ja. Okay. Wie viel haben wir? Ja, immer noch nicht ganz hier. 550. Erdnussbutter ist zu teuer. Erdnussbutter. Da ist die Erdnussbutter. Machen wir mal 6 draus. Und hier ist auch der Preis runtergegangen.
Machen wir mal 8 draus. Nicht 38. Himmel. So, 8. Eine Wasserflasche mit Karte, natürlich. Bei uns erst ab 5 Euro. Ja, ich finde diese Sätze fürchterlich, wenn man die in Realität hört. Dass man erst ab einem bestimmten Betrag mit Karte zahlen kann. Aber das ist auch etwas sehr Deutschland-typisches. Ich habe auch schon länger in woanders gelebt, außerhalb Deutschlands. Und kann dann mit umso reinerem Gewissen sagen, dass es was der sehr Deutschland-spezifisches. Okay, so. So, zack, mit Karte. 7, danke, tschüss. Oh, sie brauchen aber viel Puderzucker. Backen sie einen Kuchen? Kriege ich auch ein Stück. So, 48, 50, danke, tschüss. Wir kaufen uns die Lizenz. Verwaltung, Lizenzen, sowas. Was haben wir denn hier? Biojuice, Orangensaft, Soda, Soda, Apfelsaft, Milch, Soda, Kuchen, Kuchen, Süßigkeiten, Müsli, Schokoladenriegel, Joghurt. Ja, ich finde, das klingt sympathischer. Jawohl, wir haben neue Produkte. Kaufe ein Tablet auf dem Markt. Ja, eins nach dem anderen, ne? Also, jetzt müssen wir erstmal wieder Geld verdienen, bevor wir hier ein Tablet kaufen. So, das macht einmal 10, 14, 40. Ja, den Kuchen, den habe ich noch nicht bestellt. Woher wissen Sie denn, dass ich jetzt eine Lizenz dafür habe? Ich habe es doch nicht beworben. So, wir füllen mal kurz das Wasser nach. Ja, Ting. Also ich habe immer noch keine Klingel hier. Ich weiß nicht, wo Sie alle diese Klingel her haben. Bringen Sie sich selbst die Klingel mit? Wenn ja, hören Sie auf damit. Ich sehe doch, dass Sie da sind. So. Ja, wenn die jetzt einmal hier durch sind, dann würde ich mich gerne um neue Produkte kümmern. Andererseits brauchen wir aber auch ein bisschen Geld dafür. Von daher müssen wir auch erstmal was verkaufen. Müsli konnten sie nicht finden. Ja, Pech. Okay. So, dann kümmern wir uns jetzt mal darum, dass wir in den Markt gehen und uns neue Produkte holen. Zum Beispiel ein Kuchen und noch ein Kuchen und Süßigkeiten und Salz. Ne, Moment, Salz haben wir genug, das nehmen wir gleich wieder raus. Und Müsli und Schokoladenriegel und Joghurt. Da, wo ist das Salz? Weg mit dem Salz. Kaufen, Ting, ja, hallo. So, das macht bitte einmal 18,60. Was konnten Sie nicht finden, den Joghurt? Ja, ich habe ihn auch gerade erst gekauft. Ne? Also halten Sie doch mal den Ball flach. Der Basmati-Reis ist zu teuer. So, das sind Süßigkeiten. Kann ich die einfach hier hin? Ja, das geht. So, und jetzt einmal bitte den Preis anpassen. Daraus machen wir mal 4. Ah, ne, Moment, der Marktpreis ist bei 4,18. Dann machen wir daraus 6. Machen wir mal eben das Licht hier an. Dabei kümmern wir uns eben um die Kunden. So, 72 kriegen sie zurück. Sie sind mir einer. 50, 60, 70. Einmal Eier. Ein Fünfer. Und dann Rons Brot für 4. So, dann. Okay, wir können den Käse einfüllen. Und dann kümmern wir uns auch direkt um das hier, was auch immer das genau ist. Ah ja, noch mehr Müsli. 5,62, machen wir 7 draus. Und kümmern uns um die restlichen Kunden. 8 kriegen sie zurück. 5, 6, 7, 8. Ah ja, die sind ein Süßmäulchen, ne? Das habe ich gesehen. Die sind ein richtiges Süßmaul. So, mit Karte. Das sind 28.
Milch, na gut. Das sind einmal 5,60. So, das sind 15. Und sie, ja, sie mögen Käse, das sehe ich. So, 22. Also das sehe ich anhand ihres Einkaufsverhaltens. Nicht, dass ich irgendwie Bodyshaming betreiben würde, das will ich nicht. So. 12. Also schon nach 9, okay. Hervorragend. Okay, dann füllen wir nochmal das Wasser nach. Und ja, die Produkte räumen wir wieder ein, wenn es Tag ist. Ich würde sagen, wir beenden diesen Tag jetzt auch. Haben ein bisschen Minus gemacht und jetzt räumen wir noch den Rest ein. Aber wir haben auch viel eingekauft jetzt, ne? Muss auf Fridge platziert werden, also hier. Zack, 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 zack. 30 Stück ordentlich. Huh. Vorsicht. Das kostet 2 Dollar auf dem Marktpreis. Dann ist es 4, nicht 43. 4 bei uns. Ob es jemand kaufen würde für den Preis? Müsste nur eine einzige Person machen. Was ist das? Weiß ich gar nicht mehr. Ist das Dubai-Schokolade? Das ist Schokoladenriegel, ja, tatsächlich. Machen wir 4 draus. Kuchen. Das würde mich als Kunde auch nerven, wenn hier jeden Tag einfach umgestellt wird, wo welche Produkte zu finden sind. So, und dann haben wir noch einmal das hier, noch mehr Kuchen. So, auch hier passen wir den Preis an. 2,10, machen wir 4 draus. Okay. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was nachbestellen. Erdnussbutter zum Beispiel und Mehl und Milch und Eier und Nudeln und Puderzucker und Müsli und Kaffee. Jetzt haben wir nahezu kein Geld mehr. Können wir das irgendwo verpacken? Ja, hier hin. Gut, dass wir uns noch ein Regal gekauft haben. Das war jetzt auf jeden Fall allerhöchste Zeit. Achso, die Milch können wir nicht platzieren, weil kein Platz. Dann haben wir hier das Müsli. Da haben wir hier keinen Platz. Das machen wir dann hier. Schön weit unten, damit alle einen Bandscheibenvorfall bekommen. Dann haben wir hier Puderzucker. Der kommt einmal dahin. Dann haben wir etwas, was auf die Straße gehört. Nudeln. So. Oh, ich glaube, das passt nicht alles, ne? Erdnussbutter. Haben wir Erdnussbutter irgendwo? Hier sieht schlecht aus. So. Eier können wir auch nicht platzieren. Und der Kaffee. Moment, haben wir hier noch Platz? Ja. Haben wir kein Basmati-Reis mehr? Doch, da ist noch ein bisschen was. Okay, so. Hereinspaziert, kommen Sie rein. Hier, ich bediene Lichtschalter für Sie, damit Sie angelockt werden. Ah, hat nicht funktioniert. Ich mach's noch mal. Hat immer noch nicht funktioniert. Hat immer noch nicht funktioniert. Hat immer noch nicht funktioniert. Also ich glaube, es schreckt die Kunden ab. Haben wir überhaupt offen? Ja. Hallo, kommen Sie doch hier rein. Ja, genau Sie. Kann ich Sie an diesem leeren, für diesen leeren Karton begeistern? Wollen Sie vielleicht den kaufen für einen Fünfer?
So teuer. Puh, nimm das. Okay, wir sollten damit aufhören, unsere Kunden zu belästigen. Hallo, Sie sind mein erster Kunde heute. Sie sind mein Lieblingskunde. 5, 6, 7, 8, 50. Ciao. Ja, richtig. Die Schokolade gegönnt, die gute Dubai-Schokolade und let's go. Ja, Sie sind auch ein Süßmaul, ne? Ja, habe ich gesehen. 30, 50 bitte. Und Sie wollen einmal die Spaghetti-Nudeln haben. 1, 2, danke, tschüss. Dann müssen wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Ein Tablet. Ich hätte ehrlicherweise, bevor wir ein Tablet uns kaufen, hätte ich einen größeren Kühlschrank. So. Das sind 41, 60. Käse ist zu teuer. Immer diese Leute, die sich beschweren, ne? Preisgestaltung. Wo ist der Käse? Da ist der Käse. Komm schon, der Marktpreis ist 3,40. Was soll das? 3,99. Ah, oh, das wird mich nerven, dass da jetzt so ein Centbetrag mit drin ist. Eins, zwei, drei. Und danke. Zwischendurch mal ein kleiner Screenshot. So und 11 zurück. Dreißig, 19. Sie kriegen 20 Cent zurück. Müsli teuer. Sie kriegen 70 zurück. Ei, ei, ei. 70, 50, 60, 70. Aber nie beschwert sich jemand, dass etwas zu günstig ist, ne? Warum sagt denn nicht jemand mal, ah, das ist, da könnte ich noch gerne ein paar Euro mehr zahlen? Sagt jetzt auch keiner bisher, ne? Also, schade eigentlich. Wir müssen ein bisschen was nachbestellen an Produkten. Es hilft alles nichts, Leute. Nicht Preisgestaltung. Markt. Mehl fehlt uns. Nudeln. Puderzucker. Wasser. Wasser, Harry. Erdnussbutter. Mehl. Spaghetti-Nudeln. Basmati-Reis. Oh, es fehlt uns alles, Leute. So. Den Joghurt hat noch keiner gekauft. Toll. Ja, lassen Sie mich erstmal kurz einräumen. Schauen Sie sich mal um. Sie sind ja eh. Stört sich ja eh nicht. So, der Puderzucker. Da habe ich hier noch welchen. Dann habe ich hier Basmati-Reis. Habe ich den irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Wasser. Was bist du? Spaghetti? Habe ich die irgendwo? Ich glaube nicht. Mehl. Habe ich hier noch ein bisschen was? Was machen Sie denn da? Schauen Sie sich hier um. Beschweren Sie sich? Nee. Ich glaube, die stehen da unendlich lange. Und Erdnussbutter. Also ist aber hier ordentlich Betrieb, ne? So, jetzt aber. Ja, ich komme ja zu Ihnen. Sorry, dass das so lange gedauert hat.
In-game sind vermutlich gerade 3 Stunden vergangen. Die Kasse ist so voll, okay. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gelesen. Dann kümmern wir uns darum. Die Kasse ist zu voll, ganz ehrlich, ne? Dann zahlen sie doch passend. Dann dauert das auch nicht so lange. So. 14, 50. Ja, ich rotiere hier. Ja. Mit Karte, jawohl, danke, tschüss. Zahlen Sie auch mit Karte? Wäre nicht, weil Sie 2-mal Käse gekauft haben. Ah, oh, guter Mann. 45, 48. So, einmal 42. 7. Ah, Sie sind mein Lieblingskunde, Sie zahlen passend. Das habe ich am allerliebsten, ne? 38 und 99. 1, 2, 3, zack, zack, zack. 17, danke, tschüss. Alle bei der gleichen Bank, ne? So, oh, jetzt geht's aber hier. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus aus dem Kassieren. Vielleicht ist doch irgendwo eine automatische, so eine Self-Checkout-Kasse auf Dauer keine so schlechte Idee. 55, 79. Es hört gar nicht mehr auf. Wir haben schon 9 Uhr, es ist geschlossen. Kommen Sie nicht mehr rein. So. Oh, Sie sind mein Lieblingskunde. Sie zahlen passend. Das ist doch fantastisch. Und Sie auch. Sie sind auch mein Lieblingskunde. Auch Sie zahlen passend. Okay, dann füllen wir noch eben kurz die Regale auf. Für den nächsten Tag. Eigentlich macht man das ja immer am Abend, ne? Schon mal auffüllen für den nächsten Tag. Den Müll, da kann sich jemand anders drum kümmern. Hier kann ich nichts nachfüllen, ne? Wasser, Eier, nee. Geht nicht, gibt's nicht. Alles klar, wir beenden den Tag. Und sehen, wir haben ordentliches Plus gemacht. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.